Hallo Freunde und willkommen zu einem neuen Star Wars Video, also Star Wars Battlefront 2 Video. Diesmal ein Obi-Wan Gameplay. Wir zocken ihn zum ersten Mal an. Ich habe den die Tage freigeschaltet. War nicht einfach, wieder an so viele Credits zu kommen. Ja gut, kommt man nicht drum rum, ne? Dann schauen wir mal, was wir da so erledigen können. Ich hoffe mal, wir kriegen auch die gute Seite. Yes. Und wir schnappen uns Obi-Wan. Alter, der sieht nice aus. Die Jedi-Robe spielen wir uns auch noch frei. Das ist epischer Skin, schätze ich mal. Das Ganze gucken wir uns auch noch mal an. Du willst mir nichts tun. So, vernichtet. Ich wusste gar nicht, dass es euch auch in verchromter Ausgabe gibt. Oh, wo rennt er denn hin? So, wo ist denn jetzt Boba Fett? Oh Mann, wie ich das hasse, ne? Kämpft da nur nicht oben rum. Ihr wurdet gewarnt. Das ist so assi. Komm mal hier auch hoch. Nee, aber fast. Na komm, lass mich doch jetzt hier mal ein paar Kills machen. Blaster. Das kann nicht jeder Geschmack haben, was? Den hole ich mir noch, den Löffel. Ah, der Machtschub hat jetzt nichts gebracht. Immer praktisch. Ich finde Boba Fett, wie gesagt, immer noch total unfair. So, der ist platt. Grievous hat auf Wiedersehen gesagt. Ja, klar, als ob der das blocken kann oder wie. Shit, ich muss mal schnell das Ladekabel holen. Ja, du verfickter Wichser, Alter. Kämpfer Phasma Bastard, ey. Nur weil ich das scheiß Ladekabel fürs Pad holen musste. Nervig. Mann! So eine abgewichste Hurenkacke. Als ich euch halbiert habe, hätte ich auf euren Hand. Lasst mich ab. Ey, Mann! Mann, immer dieses Kämpfefeuer, nein! Du willst dein Handeln überdenken. Komm, der. Ey, ja, sicher, als ob! Ja, gut, der Piss hat den auch auf episch. Du
klar, dass ich da keine Sonne sehe. Aber es kann zwar nicht sein, dass ich hier alleine als einziger rumgammel und gegen die anderen Helden anstinke. So, den haben wir entsorgt. Ja, klar. Der muss doch zu besiegen sein. Ja klar, als ob der Machtschub nichts bringt oder was? Ich hab doch erst deren Fähigkeiten außer Kraft gesetzt. Das ist übrigens die mittlere Fähigkeit. Das ist so der Gedankentrick, wie ihn auch Ray hat. Nur, dass der um einige stärker ist als der bei Ray. Also die Gegner können dann nicht ausweichen, die können dann ihre Fähigkeiten nicht einsetzen und ja, du kannst den Gegner ganz geschmeidig dann zerlegen. Gefällt mir eigentlich ganz gut. So, eine Runde machen wir da noch. Ja, Freunde, wieder zurück im Video. Ja, und wie es das Schicksal mal wieder trifft, spielen wir mal wieder auf Hot. Und diesmal die dunkle Seite, jetzt sind wir General Grievous. Und ja, wie gesagt, in der Videobeschreibung beschreibe ich euch dann nochmal präziser die ganzen Fähigkeiten von Obi-Wan. Ja gut, gegen zwei Kacklöffel Jedis kann ich nicht viel ausrichten. Doch, es sei denn, meine Karte wird aufgepowert, ja sicher, der hat mich schon auf mittlere Stufe, den Obi-Wan. Also treffen wir jetzt hier wieder auf so Hardcore-Suchter. Ey, Mann! Nice! Nice! Überlebt! So, den haben wir uns weggeholt. Ich kriegst du nicht, Junge. Sehr schön.
Ein Kill abgestaubt. Noch ein Assist dazu auch noch abgestaubt. Very nice. Level 4 schon. Also ich würde mal behaupten, das lohnt sich gerade, mit Grievous hier zu zocken. Ja, sicher. Scheiß Ray, Alter. Ja, einen verfickten Gedankentrick, Alter. Das ist so mies, Alter. Wenn du mit diesem Gedankentrick dann jemanden in die Ecke stoppst, Alter, und den dann zerlegst. Das ist sowas von mies. Und macht doch keinen Spaß. So, den haben wir uns auch noch mitgenommen. Sehr nice, wir sehen eine kleine Serie mit Grievous. Ja, klar. Hey, die ganze Kacke ist noch so verbuggt, ne, bei Grievous. Muss so möglich sein, auch mitten im Kampf seine Fähigkeit zu aktivieren. Und gerade gegen so einen Popel wie Yoda oder so. Ich hoffe, da wird noch mal dran was gefixt. Unfairer Hurensohn, Alter. Den musste ich jetzt rausbringen. Und dazu erzähle ich euch jetzt nichts, dazu habe ich ja schon mal ein langes, intensives Video rausgebracht, was ich davon halte, Maps mit Abgründen oder unfaire Spielweise bei Maps mit Abgründen, ist nicht lohnenswert. Ja, klar. Mann. Letzter, Alter. Letzter mit 5 Kills, Mann. Genauso, es gibt ja so einen Punktebug. Dass du, weiß nicht, so wenig Kills hast, aber hast über 100.000 Points auf dem Scoreboard. So ist das kacke. Ja, Mann, einen haben wir noch mitgenommen. Zwei sogar. Very nice. Und ja, wenn du den machst, dann bist du halt dauerhaft erst auf dem Scoreboard, hast 188.000 Points. Das ist übelst Gammel und dann hast du ja andauernd bei galaktischer Angriff diesen Heldenspawn. Ich bin kein Fan von Bugs, Cheaten oder Hacken. Ich hasse sowas wie die Pest. Weil es den anderen Spielern einfach nur den Spielspaß raubt. Dreh dich doch um, Mann! Scheiß Roboter. Naja, egal. Ich hoffe, wir haben trotzdem gewonnen. Ich hoffe, dieses Video hat euch trotzdem gefallen. Ich würde mich euren Support freuen. Kostenlosen Daumen nach oben da lassen. Kostenlos Abo, die Glocke aktivieren, um kein Video mehr zu verpassen. Wir sehen uns. Haut rein.